Weniger Diebstähle und Einbrüche, mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Rauschgiftdelikte, das ist die Kurzzusammenfassung der bayerischen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Die entsprechenden Zahlen stellte Innenminister Joachim Herrmann CSU am Montag in München vor. Bei den Wohnungseinbrüchen sank die Zahl laut Herrmann im vierten Jahr in Folge. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 5.239 Einbrüche, 2017 zu 6.045. Die Aufklärungsquote ging allerdings auch zurück, und zwar auf 20,6% 2017 zu 21%. Zweiten Anstieg der Sexualdelikte. Die Zahl der angezeigten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg im vergangenen Jahr auf 8.626 Delikte, knapp 600 mehr als 2017. Herrmann begründete das vor allem mit Neuerungen im Sexualstrafrecht, die seit November 2016 gelten. Darüber hinaus kündigte er eine genauere Analyse des Anstiegs an. Auch zur Nationalität der Verdächtigen gab der Minister Details bekannt. 35% der Tatverdächtigen besitzen laut dem Ministerium keinen deutschen Pass. Herrmann lobt Polizeiarbeit. Innenminister Herrmann lobte bei der Pressekonferenz besonders die Arbeit der Polizei. Angesichts von 4.571 Straftaten je 100.000 Einwohner sprach der CSU-Politiker vom zweitniedrigsten Wert der vergangenen 30 Jahre. Die um ausländerrechtliche Delikte bereinigte Aufklärungsquote von 64,5% sei ein deutlicher Beleg für die ausgezeichnete Arbeit der bayerischen Polizei. Zu ausländerrechtlichen Delikten gehören etwa illegale Einreisen oder illegaler Aufenthalt. Weil sie quasi alle Flüchtlinge betreffen, werden sie in der Statistik separat aufgeführt. 2017 registrierte die Polizei 41.304 ausländerrechtliche Delikte, fast genau 2000 Fälle weniger als 2017. Einen Anstieg um einige hundert Fälle gibt es laut der Statistik bei Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie bei Rauschgiftkriminalität und Straftaten mit Tatmittel-Internet. Bei Straftaten gegen das Leben, Mord und Totschlag gab es einen Anstieg auf 648 Fälle 2017 zu 558, davon 468 Versuche. Dagegen hat die Zahl der Diebstähle und Raubüberfälle abgenommen. Bayern relativ sicher. Joachim Herrmann zeigte sich bei der Vorstellung der Zahlen zufrieden. Das Risiko, in Bayern Opfer einer Straftat zu werden, sei im bundesweiten Vergleich äußerst niedrig. Kritik kam dagegen aus der Opposition. SPD-Innenpolitiker Stefan Schuster erklärte, die positiven Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Polizeikräfte einen riesigen Berg an Überstunden vor sich herschieben. Schuster forderte auch mehr Stellen für den Kampf gegen Cyberkriminalität.